Hallihallo zusammen, ich freue mich, dass ihr heute wieder mit eingeschaltet habt zu einem neuen Video von mir. Ja, ich bin wieder schwanger, Baby Nummer 2 ist unterwegs und wenn ihr mein letztes YouTube-Video gesehen habt, beziehungsweise mir auf Facebook und Instagram folgt, dann ist das mit Sicherheit keine Überraschung mehr für euch. Ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal bei jedem Einzelnen von euch da draußen für die lieben Glückwünsche bedanken. Vielen, vielen herzlichen Dank. Wir freuen uns wirklich sehr darüber. Und ja, mein Mann und ich haben uns so im Frühherbst letzten Jahres darüber unterhalten, wie es denn jetzt mit der Familienplanung weitergeht. Für uns stand von Anfang an einfach fest, dass Finley kein Einzelkind bleiben wird. Aber wir wollten so die erste Zeit ausgiebig und intensiv mit ihm verbringen, in der er einfach Einzelkind sein darf. Und das haben wir auch wirklich gemacht. Sehr intensiv die letzten Jahre und es war eine tolle Zeit. Und Mama hat sich jetzt einfach wieder bereit gefühlt. Und wir haben auch gemerkt, dass klein Finley ja einfach sich toll entwickelt, wenn andere Kinder dabei sind, gerne mit den anderen Kindern spielt und einfach gerne auch auf kleinere Babys aufpasst. Und ja, ich und mein Mann, wie gesagt, haben uns dann einfach unterhalten und es ist für uns sozusagen der perfekte Zeitpunkt gekommen, wobei es den natürlich nicht gibt. Ganz klar, aber für uns einfach so als Entscheidungshilfe. Und dann ging es eigentlich auch recht schnell. Ich habe die Pille abgesetzt und war dann gleich schwanger. Die ersten Wochen ist es natürlich so, man plant und man stellt sich natürlich auch vor, wie ist es denn, wenn man ein zweites Kind und Baby hat dann im Bauch und achtet auch ganz besonders auf die Zeichen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, irgendwas zieht im Bauch, irgendwas ist anders. Noch lange, lange bevor ich einen Schwangerschaftstest gemacht habe, habe ich es einfach so ein bisschen gefühlt und ich habe dann zu meiner Mama gesagt, oh, vielleicht hat es doch schon geklappt. Man hofft natürlich, klar, aber man rechnet nicht damit. Wir haben uns auch da überhaupt nicht reingesteigert. Auf gut Glück, wir haben es auf uns zukommen lassen. Ich habe jetzt nicht großartig irgendwelche Ovulationstests oder so gemacht. Wie gesagt, wir haben einfach gewartet und es hat so geklappt. Ich habe dann, ich glaube, es war Ende November, meinen ersten Schwangerschaftstest gemacht. Den von Clearblue mit Schwangerschaftsanzeige. Und ja, der war positiv, stand dort schwanger und wir haben uns so, so sehr darüber gefreut. Und ich habe dann ein paar Tage später, ich glaube fast sogar noch eine Woche später, nochmal einen Schwangerschaftstest gemacht. Und da war eben die Wochenanzahl nochmal eine Woche verschoben. Dann war es klar, ich habe dann auch gleich bei meinem Frauenarzt angerufen und einen Termin gemacht zur Kontrolle. Und war dann dort und ja, habe mich natürlich total gefreut, als ich dann meinen kleinen Bauchzwerg gesehen habe im Ultraschall. Und die Fruchthöhle konnte man sehen, auch so minimal, so einen klitzekleinen Punkt. Und es war einfach toll, ja. Ich muss sagen, die ersten Wochen ging es mir nicht so gut. Ich hatte nämlich meinen zweiten Kontrolltermin beim Frauenarzt dann noch kurz vor Weihnachten, am 23. Dezember. Und ja, die Zeit bis dahin, muss ich sagen, war sehr, sehr unangenehm für mich. Also alle die Mamas da draußen, die das schon kennen, ich hatte Übelkeit ohne Ende. Also ich hatte wirklich sehr viel Mühe aufzustehen an manchen Tagen. Denn wenn ich aufgestanden bin, dann, also ich musste nicht brechen, ich hatte Übelkeit, aber ich hatte immer das Gefühl, gleich muss ich brechen. Also ich war immer kurz vor dem Erbrechen. Und egal, was ich gerochen habe, selbst Kochen war für mich sehr anstrengend. Egal, was ich gerochen habe, ob ich jetzt Essen oder Shampoo war ganz schlimm, Duschgel war ganz schlimm, Duftkerzen, ja, konnte ich gar nicht mehr sehen. Alle so Kleinigkeiten, ich war sehr empfindlich, was das anging. Aber wem erzähle ich das? Wie gesagt, alle Mamas da draußen, die das schon hatten, kennen das mit Sicherheit. Das ist wirklich unangenehm. Und vor allen Dingen, wenn man dann noch ein kleines Kind da hat, das natürlich nicht weiß, was großartig mit Mama los ist. Wobei Finley versteht das in dem Alter schon ein bisschen und hat dann auch Mama gestreichelt und gesagt, Mama, alles wird gut und so und Baby geht's gut und zuckersüß. Also mega, mega süß. Wie gesagt, die ersten 8 Wochen waren extrem. Also die waren wirklich anstrengend für mich. Deshalb kam natürlich auch viel, viel, viel weniger Videos. Das haben einige von euch auch mitbekommen, aber ich konnte einfach nicht. Also Mädels, ich kann mich nicht vor die Kamera setzen, wenn es mir nicht gut geht und euch dann ja, lächelnd entgegenstrahlen. Ich habe wirklich nur Videos gedreht an Tagen, an denen es
mir einigermaßen gut ging und ich nicht so großartig Übelkeit hatte. Irgendwann kam es dann noch dazu, dass ich extrem starken und häufigen Hunger bekommen habe. Also ich musste wirklich alle 2 Stunden irgendwas essen. Ich hatte das Gefühl, ich habe noch gar nichts verdaut und zack hatte ich schon wieder Hunger. Also so richtig extrem, dass wenn ich nichts gegessen habe, wurde mir wieder total schlecht und schwindelig und was weiß ich. Also das war schon wirklich eine anstrengende Zeit. Ja, dann habe ich natürlich gehofft, die ersten 12 Wochen, wenn vorbeigehen, wird es ein bisschen besser. Ist es auch minimal, muss ich sagen. Also es hat sich wirklich bis zum äußersten der ersten 3 Monate durchgezogen, dass es mir nicht gut ging. Dann hat es ein bisschen nachgelassen, Gott sei Dank. Und ich denke mal, jetzt erst so seit 2 Wochen geht es mir wirklich gut, kann ich sagen. Also mal von dem ganzen anderen abgesehen. Mittlerweile merke ich wirklich, dass sich die Mutterbänder wirklich dehnen extrem. Da habe ich manchmal so ein bisschen Schmerzen, aber mein Gott, das nimmt man alles auf sich. Und man sagt ja auch, die ersten Monate, wenn es einem schlecht geht als werdende Mama, geht es dem Baby dafür natürlich gut. Und das ist so ein bisschen das, woran ich mich festgekrallt habe und gesagt habe, da, das schaffst du, da gibt es noch viele andere Mütter, die haben das Schlimmere losgezogen sozusagen. Da war ich ja noch dankbar dafür. Aber es war einfach so, dass ich das von Finlay her nicht kannte. Also bei Finlay in der Schwangerschaft hatte ich keinerlei Probleme, gar nichts. Also zum Schluss hin hat er nochmal kräftig getreten. Dann wusste ich, dass ich schwanger bin, aber ja, hätte ich die Ultraschallbilder damals nicht gesehen, hätte ich gar nicht gemerkt, dass ich schwanger bin oder seine Tritte gespürt. Ansonsten ging es mir so gut und das hat mich jetzt so ein bisschen diesmal richtig, richtig eiskalt erwischt. Aber trotzdem, alles okay. Dem Baby geht es fantastisch. Ich bin jetzt mittlerweile in der 19. Schwangerschaftswoche. Ja, ich habe schon fast wieder die Hälfte der Schwangerschaft rum. Ich habe auch obligatorisch natürlich die ersten 12 Wochen gewartet, bis ich es meinen engsten Freunden gesagt habe und dann so nach und nach allen anderen natürlich auch. Aber wie gesagt, mir ging es einfach dann immer noch nicht so gut und ich habe irgendwie gedacht, ach, jetzt wartest du noch ein bisschen. Und ich dachte auch beim letzten Mal, beim letzten Frauenarzttermin, beim Ultraschall, dass wir endlich wissen, was es wird, Junge oder Mädchen. Aber das ist nicht schlimm, dass wir das diesmal nicht erfahren konnten. Denn das Baby hat sich so gedreht und war so aktiv. Und man hat auch richtig gesehen, wie es mit der Hand geboxt hat, so live auf Ultraschall. Das war einfach traumhaft schön. Es hat die Beinchen zusammengekniffen und man konnte einfach, egal von welcher Seite, von oben, von unten, links und rechts, hat er geschallt, nichts erkennen. Aber wir wissen, dass es dem Baby gut geht, dass es gesund ist und da können wir natürlich auch noch abwarten. Wir sind sehr gespannt. Ich habe ein Gefühl, was es sein könnte, aber da lassen wir uns natürlich überraschen. Ich werde euch natürlich berichten, was es wird, ganz klar. Und ansonsten, das waren jetzt so die ersten vergangenen Monate, wie es mir gegangen ist. Wochen, also wie gesagt, 19. Schwangerschaftswoche bin ich jetzt. Ich werde euch natürlich auch noch weiterhin auf dem Laufenden halten. Updates und Baby-Hauls und so weiter und so fort. Videos werden normal kommen, wie auch vorher auch auf meinem Kanal, aber zwischendurch einfach immer mal solche Updates und so weiter. Oder ihr folgt mir auf Facebook und Instagram, wie schon gerade erwähnt. Da werde ich euch dann natürlich auch immer berichten, wie es mir geht und auch meinen Babybauch zeigen. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass es in der zweiten Schwangerschaft mit dem Babybauchwachsen schneller gegangen ist als beim ersten Kind. Ja, mittlerweile habe ich so ein paar kleine Beschwerden. Also mir bleibt öfters mal die Luft weg. Ich habe Probleme beim Atmen. Gut, wie gesagt, das ist jetzt auch natürlich schon fast die Hälfte wieder vorbei. Dritte merke ich natürlich ganz klar. Also es ist immer ganz süß. Als erstes wie so eine Blase, wie so ein Schmetterling. Und dann ist es so, so toll. Und das ist einfach das schönste Gefühl überhaupt. Und ja, jetzt freuen wir uns ausgiebig. Jetzt geht es mir auch besser. Und Finlay freut sich riesig, also wir binden ihn auch wirklich immer damit ein, weil er halt auch lange Zeit alleine war, sage ich jetzt mal. Aber er darf immer hören, was Baby macht. Meistens spielt es oder es tanzt oder es schläft, wenn es ganz ruhig ist oder hält dann sein Händchen.
ran und sagt dann zu mir, ja, er passt dann aufs Baby auf und drückt es ganz, ganz, ganz fest, weil er sich so aufs Baby freut und hoffentlich kommt es bald. Es darf in seinem Bettchen schlafen und er will spielen. Also es ist auch so ein Alter, wo er es versteht und sich drauf freut und auch immer fragt, Mama, wann ist es denn soweit? Oh Mama, dein Bauch ist wieder gewachsen. Das ist so, so süß. Und ja, also ich kann es überhaupt gar nicht beschreiben. Deshalb, ich habe mir gedacht, ich sage euch jetzt einfach mal nach meinem letzten Video, ich wollte es einfach als Überraschung so mal dahingestellt lassen, wie es mir ergangen ist. Und wie gesagt, ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, update-mäßig. Und ja, jetzt können wir die restlichen Wochen genießen. Das war es jetzt heute mit meiner kleinen Verkündigung, Ankündigung, wie man es nennen mag, dazu. Und falls ihr Fragen habt, schreibt es mir unten in die Kommentare rein. Vielleicht beantworte ich sie da natürlich beim nächsten Update. Und dann sehen wir uns, wenn ihr mögt, gerne beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag. Bis dahin, ihr Lieben, macht's gut. Tschüss.